Hallo Freunde, es geht wieder weiter mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich befinde mich jetzt hier im Trainerturm auf Island 7 und den möchte ich zumindest einmal für euch machen. Ich habe mich auch noch mit ordentlich Tränken eingedeckt und ja, wie gesagt, der Trainerturm funktioniert ja anders als der altbekannte Duellturm. Hier muss ich einfach mehrere Stockwerke nacheinander hochlaufen, da jeweils immer Trainer besiegen, damit ich dann ins nächste Stockwerk kann und das eben so schnell wie möglich, weil wenn ich dann auf das Dach des Trainerturms komme, bekomme ich dort oben eine Belohnung und je nachdem wie schnell ich war, desto besser ist die Belohnung und das kann ich im Einzel, im Doppel, im K.O. und im Gemischt machen. Ich glaube, ich werde einfach den normalen Einzelkampf wählen. Und ja, mal sehen, wie ich mich machen werde. Hallo, willkommen im Trainerturm, wo sich Trainer von nah und fern versammeln. Bis zum 8. Stock erwarten Trainer deine Herausforderung. Möchtest du die wartenden Trainer herausfordern? Ja, klar doch. Und zwar im Einzel, bitte. Okay, stell die Uhr, gib dein Bestes. Auf die Plätze, fertig, los! Dann. So, und hier ist Gegner Nummer 1. Lass uns jetzt mit das anfangen. Was? Das war jetzt aber kein richtig deutscher Satz. Naja, egal. Eine Herausforderung von Matrose Anselm. Da gleich mal ein Impergator, ey. Der hat einer der Yoda-Starter voll entwickelt. Ja, und bei dem Trainerturm verhält es sich übrigens noch so, der Level der gegnerischen Pokémon ist gleichzeitig der Level meines stärksten Pokémons im Team. Also da Bisaflor mein stärkstes Pokémon ist, haben alle gegnerischen Pokémon automatisch Level 58. So, na dann. Schlafpuder. Geht daneben. Ich glaube, der Gator macht Erdbeben. Mal Schlafpuder. Ihr macht bei mir auch immer Stachelspuren an solchen Mist, also heul doch. So. Gut, jetzt schläft's. Jetzt. Gigasauger! Gib mir deine ganzen KP! Naja, fast. Und es schläft immer noch. Gut, dann machen wir gleich noch einen Gigasauger. Und dann ist mein Bisaflor sogar wieder komplett geheilt. Das ist ja das Schöne an Gigasauger. Und im Impagata wurde Energie abgesaugt. Und jetzt hat er noch ein Kangama. Kangama, da wird mein Macho mir mal zeigen dürfen, was es kann. Wobei, lieber ist es mir, ich lasse Bisaflor noch draußen. Versuch wieder das Schlafpuder. Genau. Viel besser. Ja, und übrigens haben die Gegner auch, zumindest im Einzelkampf, immer nur jeweils zwei Pokémon. Ich darf ja mein komplettes Team mit 6 Pokémon verwenden. Also ist es gar nicht mal so schwer. Und Teil-Items sind ja auch erlaubt. So. Also das ist auf jeden Fall zu schaffen. So, komm. Durchbruch. Und voll in die Fresse. Und Kagame ist aufgewacht. Was macht es? Aeroas! Nein! Seit wann kann ein Kangama Aeroas? Jetzt macht es auch noch Erdbeben. Oh nein! Du blödes Scheiß Kangama! Du hättest noch weiter schlafen sollen, aber warte. Bohrschnabel! Felsgrab. Ach, Gesteinsattacken können wir auch. Sowas. Initiative von Zapdos sinkt. Und dein Beutel stinkt. Zermalmklaue. Hörst du auf? Jetzt krepier endlich. Scheiße, Dreck an Gamma, Alter. Das gibt's ja nicht. Es ist fertig. Ich aufgeben. Du bist ein richtiges Arschloch, weißt du das eigentlich? Wie kannst du es wagen, mein armes, Matsch immer gleich zu besiegen, ey. So, Beleber. Bin ich blöd? Ich werde doch hier nicht das verschwenden. So. Hypertränke habe ich ja auch genug. Also ein Hypertrank für Matsch mal. Und einer für Zapdos. Unglaublich. Was für eine Freche. Du kannst nicht mal richtig Deutsch. Wir suchen Deutschkurs, du Penner. Sehr furchtbar. Aber die labern hier alles so einen komischen Quatsch. So, Nummer 2.
Gift ist so sehr schlimm, nicht wahr? Ja, würde ich auch sagen. Sag bloß, du willst versuchen, meine Pokémon zu vergiften. Käfersammler Bruno. Oh mein Gott, es ist Bruno. Er ist ja genauso wie der von den Top 4. Hat's voll den Namen geklaut hier. Ein Bibo. Schlaf, Bruder. Oh, Doppelteam. Na super, der Fluchtwert steigt. Komm schon, triff. Haha, ich treffe trotzdem. Edgy Badge. Pech gehabt. So, und jetzt Zapdos. Und Bibo schläft. Das will ich ihm auch geraten haben. Und Borschnabel. Hey, du willst nicht vor mir angreifen. Borschnabel. Und weg. Und jetzt noch ein Yammer. Das haben wir noch nie gesehen. Das ist ja auch ein Johto-Pokémon. Sieht aus wie eine Libelle. Tja, ist zum Typ Käferflug, also... Donnerblitz. Aeroas. Wie kann man nur Flug gegen Flug einsetzen? Dumm. So, hier. Frisst Donnerblitz. Und zack. Und gewonnen. Der war ja einfacher als der erste Typ. Hä? Unser Gift war nicht gut? Nein? Du hast mich ja noch nicht mal vergiften können, du Idiot. So, dritte Etage. Lass uns eine Explosion-Party haben. Oh oh. Das klingt aber nicht sehr angenehm. Eine Rosswurm von Jongleur Yannick. Und er hat gleich mal ein Smogmog. Alter, Smogmog hatte die Fähigkeit Schwebe, das heißt Erdbeben kann ich schon mal vergessen. Dann Schlafpuder. Geht daneben, super. Matschbombe, voll ins Gesicht geschissen. Nochmal, Schlafpuder, so. Freche dir, gell, Mama. Matschbombe hat voll viel abgezogen, dabei ist Bisa für das selber auch ein Gifttyp. Ist ja Pflanzegift. Wenigstens den Vorteil, ein Gift-Pokémon kann selber nicht vergiftet werden. Hehe. So, also. Dieser Flock, nun kommt zurück. Los, Stami! Was? Ist es schon wieder aufgewacht? Nein! Explosion! Du Arschgesicht! Fick dich! Das ist unfair! Die Attacke sollte verboten werden. Deswegen lass uns eine Explosion-Party haben. Du Motherfucker! Was, Jugend? So, ein Owei. Ah, na super, hätte ich lieber Zapdos genommen. Egal. Eisstrahl. Es ist auch effektiv gegen Pflanze. Also stirb. Nein. Ja, natürlich Stachelschwore. Effektiv ins Knie. Das war unfair mit der Explosion. Natürlich, jetzt machen wir nur einen Gigasauger hier. Willst du mich verarschen oder was? Komm, komm. Eisstrahl. So, jetzt stirb endlich, du Eierschädel. Alter, ich meine, ich habe es eingeschläfert und es ist in der nächsten Runde sofort wieder aufgewacht. What the fuck? Nett Finale, du bist perfekt. Ja, du bist ein blöder Wichser. Mann, ey, das ist doch unfair. Mann. So ein Asshole. Mein Name ist Stami. Das konnte nichts machen. Es konnte noch nie mal angreifen hier. Was soll das? So, Hypertrank. Für Bisaflor. Ne, sorry, aber sowas regt mich echt auf. Ich meine, was soll der Scheiß mit Explosionen? Können die nichts anderes? So, und noch einer. Für Jugong. Und auch noch Überheiler. Was für eine Frechheit, was erlauben die sich? So, vierte Etage. Du geh nicht wo? Ich nix sprechen diese Sprache. Ich seh nix verstehen. Teenager Hendrik hat ein Rasaf. Oh, na super. Rasaf hat ja auch so eine Fähigkeit, dass es nicht einschlafen kann. Ich glaube, das heißt Munterkeit oder irgendwie so. Naja, probieren wir trotzdem Zapdos aus. So, was macht es? Karateschlag. Urschwach. So, ich zeig dir mal, wie man das macht. Gehwurf, das macht 58 Punkte
Schaden. Na warte, boah, Schnabel, ne? Geowurf ist eine levelabhängige Attacke. Je nachdem, wie hoch der Level ist, desto stärker wird auch die Attacke. Und was machst du? Eine Citro-Beere natürlich füllt 30 KP auf. Angeberei. Ach nö, nicht Angeberei, ich hasse diese Attacke. Angriff von Zapdos steigt stark, aber Zapdos wurde verwirrt. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ja? Und haha, du Idiot, Bohrschnabel. Hat dich jetzt richtig erledigt. Ja, wie gesagt, wenn der Gegner Glück hat, dann haut sich mit Pokémon selber in die Fresse. Wenn er Pech hat, dann ist der Angriff jetzt noch stärker und dann, naja. So, und jetzt doch noch ein Labus. Na warte. Ah, Zapdos ist nicht mehr verwirrt. Na dann, Donnerblitz. Das ist kein Witz. Das kribbelt immer so schön, gell? Eng! Was? Hey! Sag mal, seit wann geht denn sowas? Boah, ein Volltreffer! Nein, du Arschloch, du Blödes! Seit wann kann ein Lamus bitte Flammenwurf? Hallo, das ist ein Wasser-Pokémon! Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ernsthaft? Ich meine, ich weiß, dass ein Starmie mit der TM Donnerblitz Donnerblitz lernen kann oder auch Donner, aber... ein Lamus? Flammenwurf? What the fuck? Das hat doch noch nicht mal Feuerdrüsen im Hals! Und krepiere! Nee, leck mich am Popo! Schon wieder eins ausgenockt, ey! Was geht mit euch? Hey ja! Fertig, inkomplett! Du bist in der Biene ein bisschen fett. So, Hälfte geschafft, aber... Mann, mein Name ist Zapdos, ey! Das hätte das überleben müssen. Es war ja auch ein Volltreff. Es war ja überfies. Frechheit, ey! So, nicht mit mir, Zapdos ist wieder voll da. So, jetzt gibt's uns auf die Fresse, hier in Etage 5. Meine Pokémon sind schrecklich stark. Oh, endlich mal einer, der einen anständigen deutschen Satz bilden kann. Ob deine Pokémon wirklich so schrecklich stark sind, wird sich zeigen. Camper Ludger. Wie ein Nidoking. Meine Güte, wie oft soll ich es euch eigentlich noch sagen? Ich bin hier der wahre King. Erdbeben. So, komm. Stirb, stirb, stirb. Nein, warum hat es das überlebt? Nidoking macht auch Erdbeben. Psst. Lächerlich. Nochmal. So, und... ausgenockt. Na super, jetzt auch noch ein Tauros. Oh Gott. Das habe ich nie in der Safari-Zone fahren können. Hier, sieht euer aus wie ein dreischwänziger Büffel. Bedroher. Na warte. Body Slam. Oh, nicht das auch noch. Das kann paralysieren. Hat es aber nicht. Schlafpuder. Edgy Badge. So, hoffentlich schläft es halbwegs lange. Also dann. Austausch auf Macho Mai. So, Taurus schläft immer noch. Und Durchbruch! Volle Möhre in die Fressröhre! Das hat es leider überlebt. Es ist aufgewacht! Haha, Felskopf geht daneben. Lalalalalala. Hey, warum darf ich es jetzt zuerst angreifen? Fies! Na warte, jetzt aber Durchbruch! Und tschüss, Mann! It's super effektiv! Deine Pokémon sind viel zu stark. Das hast du gut erkannt. Uns ist euch schon mal was aufgefallen. Meine Pokémon kriegen hier gar keine Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist leider so in dem Trainerturm hier. Ich krieg weder Geld noch Erfahrung. Ich muss halt so schnell wie möglich das Dach erreichen, um dort oben eine Belohnung zu kriegen. Aber ich krieg hier weder Geld noch kriegen meine Pokémon Erfahrungspunkte. Ganz schön fies irgendwie. So, sechste Etage. Ich bin mit meiner Stärke sehr glücklich. Das ist schön für dich, ich nämlich auch. So, wen haben wir denn da? Es ist Schwimmer Hugo. Der hat ein Dummiesi. Mein Gott, das sieht eh so dämlich aus. Das ist eines der unnötigsten Pokémon ever, finde ich. Ich mag sie jedenfalls nicht wirklich. So, komm, Erdbeben. Da braucht sich nicht mal mein Macho mal bemühen. Oh.
Oh, Gena! Du willst es ja nicht anders. Wenn du unbedingt willst, dann kommt es eben doch raus. So, los, Machumai! Du Miesel kann auch Erdbeben. Das wird dein Machumai nicht umhauen. Im Gegenteil, Durchbruch! In your face! So komm, stirb. Nein! Warum? Warum überlebt ihr das alle? Das ist eine Kampfattacke! Die ist effektiv gegen Normal-Pokémon. Also krepp hier endlich, du blödes Scheißgesicht! Das gibt's ja nicht! Ich überlebe immer mit so wenig KP, das ist doch voll fies! So. Oh, ein Quaxo! Na da nehme ich doch lieber mein Zapdos. So, Quaxo, auch ein Yoto-Pokémon, eine verzweigte Evolution von Quapuzzi. Quaxo. So, hier, frisst Donnerblitz. Es kommt von Herzen und mit Schmerzen. Ein Quaxo kriegt man ja, wisst ihr hoffentlich eh. Und was zum? Hat es überlebt, aber ist paralysiert worden. Haha. Trotzdem Angeberei. Na gut. Angriff von Zapdos steckt stark, es wurde verwirrt. Ja, das riskiere ich jetzt aber nicht, dass es sich jetzt selber in die Fresse haut. Also auf den Schnabel gibt. So, Edgy Badge, Überheiler. Na gut, Surfer. Dürfte nicht allzu viel abziehen. Wow, hey. Doch fast die Hälfte. Stirb. Also, ich wollte sagen, Quaxo bekommt man ja, wenn man ein Quapuzzi mit einem Kingstein tauscht. Aber ich habe leider keinen Kingstein. Du hast mich aus Glücklichschüttel. Ja, da kannst du mal sehen hier, du Spacken. So, Übertränke habe ich nicht mehr viel übrig. Erstmal, Machumai. Und dann natürlich auch noch Zapdos. So, los, komm, nur noch zwei Kämpfe. Das schaffe ich. Siebter Stock. Ich bin ein Raub, gib mir etwas. Nee, ganz sicher nicht. Oh, eine Herausforderung von Deep Pavel. Er hat ein Mauzi. Miauz, genau. Ein Shiny Mauzi? Was zur Hölle? Vogelhieb. Das ist auch voll fies. Ein Volltreffer auch noch. Ja, bis auf das schlägt zurück. Das kann man aber nur einmal verwenden. Was, Delegator? Es kann Delegator, ich pack es nicht. Sieht es aus wie so eine Stoffpuppe. Na gut. Aber ich glaube, das war absichtlich so, dass der Typ ein Shiny-Pokémon hat. Mann, ich will auch mal eins haben. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein einziges gefangen. Ja, außer so ausgerechnet. Was heißt ausgerechnet? Abgesehen davon, ja, Angeberei, fick dich. Gleich wieder zurück in den Delegator. Das einzige Shiny-Pokémon, was ich natürlich ganz normal und legal fangen konnte, das war in Heart Gold, das rote Gyarados. Ja, es hat sich verwöhnt selbst in den Arsch gefickt. Hör auf damit! Du sollst es einen reinhauen, Durchbruch! Zack. So, der Delegator steckt den Schlag für Mauzi ein. So. Jetzt ist der Delegator weg. Hat aber leider den Schaden absorbiert. So, Schlitzer. Machumai ist immer noch verwirrt. Aber trotzdem können wir angreifen. So, Durchbruch. Und Tschüssikowski, Machowski. Das kommt davon. So, und jetzt noch ein Scharnierer. Boah, da bin ich so sauer, dass ich das zweimal in der Safari zu gesehen habe, aber ich konnte es nie fangen, weil es immer so weit geflüchtet ist. Ganz egal, ob ich das jetzt mit einem Stein beworfen habe oder einem Köder. Immer gleich weggelaufen, dieses dumme Vieh. So, Machumai ist nicht mehr verwirrt. Haha, so, Durchbruch. In your face. Genera zwar eine verdammt hohe spezielle Verteidigung und auch sehr, sehr viele KP insgesamt, aber eine extrem beschissene physische Verteidigung. Deswegen konnte es das nicht überleben. Ich aufgeben. Ja, das solltest du auch besser. So, noch ein Hyperdrang für Machumai. So, lala. Also, Freunde, der letzte Kampf steht an. Im 8. Stockwerk. So, mal sehen, wer das ist. Oh, eine Frau. Ich will etwas zurück. Ach ja, was denn?
Eine Ausführung vom Pokémon-Züchter Lily. Und sie hat... Oh, wie süß. Sie hat ein Togepi. Oh, das ist ja so knuffig. Trotzdem. Schlafpuder. Schlaf ein Ei, mein Kleines, und träum süß. Boah, ich glaube, viele Togepis gibt's ja gar nicht mal. Jedenfalls nicht in Vollrot Blattgrün, kann ich mich nicht erinnern. Das gibt's nur in Johto und auch nur über so ein Ei, was man da kriegt, ne? So ein Rätselei, was man da von Professor Lindt bekommt, wenn ihr euch erinnern könnt. Ach, naja. Egal. So, Machomai! Schlägt dich zu Brei mit dem Durchbruch. Und Bams. Jawohl. So, und was noch? Ein... Oh mein Gott, ein Relaxo. Oh, weia. Ja. Na, das kann ja noch was werden. Ja, das ist ganz schön fett. So, trotzdem. Durchbruch. Ha, es hat aber schon mehr als die Hälfte abgezogen. So, Rückkehr. Oh mein Gott, es kehrt zurück! Wow! Kommt drauf an, wie sehr es ihr... Ach nee, natürlich. Und jetzt natürlich auch noch ein... Achso, Überreste. Na gut, das ist irgendwie typisch. Komm nochmal, Durchbruch! Voll ins Gesicht! Das überlebst du nicht! Ja, ich hab gewonnen, Freunde! Mein Matschmerz überlebt! Ich brauche etwas zurück! Ja, was denn? Egal, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin oben. So, der Typ gibt mir jetzt meine Belohnung. Hallo, mir gehört dieser Turm. Wie der Himmel über dem Dach emporsteigt, die Macht des Windes hier oben. Es ist so stimmig. Dein Kampfstil, auch er war stimmig. Dies ist für dich. Upgrade erhalten. Oh, fantastisch. Es ist bewundernswert, wie schnell du hier hochgekommen bist. Tatsächlich hast du einen neuen Rekord aufgestellt. Du kannst ihn an der Rezeption einsehen. Ich will von dir eine bessere Zeit sehen. Ich verlasse mich auf dich. Bis demnächst. Mach es gut. Ein Upgrade. Jetzt habe ich aber Schmerz. Irgendwie unnötig. Naja, aber ich wollte dir nur mal zeigen, wie der Trainerturm so abläuft. So, von Dachgeschoss runter ins 1S. Untergeschoss 1. Für mich eigentlich immer noch ein Erdgeschoss. So. Naja. Gut, dann habt ihr das auch mal gesehen. Wie sieht es mit den Pokémon jetzt aus? Die sind nicht geheilt worden. Dann mache ich das jetzt hier. So. So, genau. Okay, so, und jetzt kaufe ich aber noch ein bisschen was ein. Noch mehr Hypertränke. Noch mal einen, da kaufe ich nochmal 11 ein. Ja, so, Beleber habe ich noch 5, gib mir nochmal 2. Hyperheiler habe ich 28, gib mir auch nochmal 2. So, Top-Genesung habe ich hier 18. Top-Tränke habe ich nur 2, da gib mir nochmal 3. So, und Hyperbälle habe ich immer noch 70 genau geradeaus. Da gib mir meinetwegen nochmal 10. So. Okay, das sollte jetzt aber wirklich reichen. Gut, Freunde, in diesem Part halt leider nur unter Anführungsstrichen der Trainerturm, aber ich habe mir gedacht, das muss auch einmal sein. Im nächsten Part geht's dann weiter nach Süden. Da will ich nämlich in die 7 Schatzschlucht zu den besonderen Tanibo-Ruinen. Ja, aber das halt erst im nächsten Part. Also da gehe ich dann von hier aus weiter. Freunde, der Trainerturm hat es ganz schön in sich gehabt, muss ich trotzdem sagen. Und ja, wie gesagt, man kann ja, wenn man möchte, auch noch im Doppelkampf kämpfen oder K.O. und gemischt. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie das da abläuft. Aber egal, ich wollte euch einfach mal nur so den Trainerturm zeigen. Das habe ich jetzt gemacht. Nochmal werde ich da jetzt aber nicht mehr kämpfen. Und im nächsten Part geht es dann halt in die 7 Schatzschlucht zu den Tanibo-Ruinen. Denn dort leben auch noch ganz besondere Pokémon. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.